Chris Clay, die ersten Gewinner des heutigen Tages. Tolles Pferd, und wenn Sie Lust haben, ihm das Ganze mal sich hautnah anzuschauen, dann kommen Sie gerne hier auch zum Winner Circle. Da erleben Sie nicht nur die Fahrer, sondern sehen auch die Schönheit dieser Pferde und wie viel Power doch ein PS auch haben kann. Jetzt werden die Siegerfotos geschossen und dann hoffe ich, dass ich gleich noch mit Michael Lipschick ein paar Worte wechseln kann, der seit Jahren den deutschen Trabrennsport in Sachen Siegen dominiert. Er also mit diesem Goldhelm unterwegs, den darf man halt nur tragen, wenn man die meisten Erfolge in einem Jahr erzielt hat. Und da ist er halt eine Klasse für sich. So, viele Siegerfotos, natürlich auch unsere Promis hier mit dabei, aber ich schlage mich mal durch zu Michael Lipschick, damit wir ein bisschen plaudern können. Michael, herzlich willkommen, herzlichen Glückwunsch erstmal, tolles Pferd, tolles Rennen und am Ende ein Sieg, der für uns Außenstehende relativ ungefährdet aussah. War das so? Ja, das war nämlich auch gewaltig und er hat auch zum Schluss eine ganze Klasse ausgespielt, am Anfang 13, zum Schluss 13 und er hat es leicht gemacht und tolles Pferd. Tolles Pferd, dafür gibt es einen tollen Pokal und generell ja ein toller Renntag. Man sieht die Rennbahn so voll wie nur beim Bildrenntag. Ist das auch für euch Fahrer was ganz Besonderes? Ja, es ist wirklich was Besonderes. Auf den Rennen hat man sich immer gefreut, wenn man das hier sieht, die Bahn ist voll. Das Publikum geht mit und das ist für Fahrer, Pferdebesitzer, Pfleger, glaube ich, für alle was Besonderes. Ja, nach wie vor besonders auch deine wirklich großartige Fahrt, nämlich das Olympische Deutschlands Nummer 1 zu sein. Ist ja auch eine Verpflichtung, aber sicherlich auch ein Rausch, der seit Jahren dir eine Menge Spaß bringt. Ja, auf jeden Fall. Das muss man sagen, das ist immer das große Ganze sehen. Die uns auch wieder zur Verfügung stellen. Und ein tolles Team, was drumherum passt. Und das passt schon eine ganze Weile. Da bin ich stolz drauf und kann nur Danke an alle sagen. Dann sagen wir auch vielen Dank. Und dann darfst du noch mal hören, wie laut Gelsenkirchen für dich klatscht. Und das ist Deutschlands Nummer 1. Michael Lipschick, erfolgreich in der Auftaktprüfung. Guck mal, das Pferd lässt auch noch eine Erinnerung hier im Winner Circle. Verewigt sich quasi. Groß, intensiv, aber gut, das gehört dazu. Christoph Pelander, ganz kurz noch gesprochen, er der erfolgreiche Besitzer. Das ist so ein Glücksmoment auf Fahrerseite, aber wenn einem das Pferd gehört, kann man auch ausflippen. Ja, natürlich als Besitzer, sein, aber vor allem als Züchter. Und eben perfekt eingeteilt, dieses Rennen. Jetzt gibt es Pokal und Blumen, dürfen gerne übergeben werden an den erfolgreichen Fahrer, der hier also das Dekra-Rennen gewinnt. Vielen Dank auch an unsere Partner des heutigen Renntages, ohne die eine solche Großveranstaltung niemals möglich sein könnte. So, wollen wir mit John Decker noch ein paar Worte wechseln. Willkommen erstmal hier in Deutschland, nicht weit von der Heimat von Holland entfernt, nun also so ein Erfolg. Und dann noch Deutschlands Nummer 1 schlagen. Macht das Spaß? Ja, Agilene macht das Spaß. Ja, das ist ja klar. Sie kommen hier relativ selten her, aber wir haben es gerade schon angesprochen, wenn, dann zuletzt auch erfolgreich. So eine Art Lieblingsbahn in Deutschland? Ja, da geht es eine schöne Bahn zu fahren. Muss man eine gute Fahrt haben. Aber nur heute so. Ich habe ein paar Jahre ein bisschen gekriegt, um ein zu werden. Aber er hat in Holland schöne Leistungen gemacht. Rechtsum ist eigentlich besser. Nur Holger hat er linksum. Im letzten Bogen trotz Schwierigkeit. Aber er war hier super. War gut. Ja, was er gerade sagt, jedes Pferd hat ja auch seine Eigenheiten, also rechtsum, sprich im Uhrzeigersinn, so wie es hier. Es gibt Bahnen, da geht es genau umgekehrt. Das ist also hier die Lieblingsrichtung auch von diesem erfolgreichen Pferd. Noch ein paar Worte zu Ihnen. Sie sind in Holland nun auch einer, der auf so vielen Rennbahnen aktiv ist. Holland eh auch eine Trabrennsportnation. Wie populär ist der Sport in einem Land, wo ja auch Fußball vieles demoliert, sag ich schon, dominiert? Ja, die Trabrennsport ist populär, aber ja, für 10, 20 Jahre zurück war die Popularität viele Male besser. Aber die letzten Jahre, es sind viele Initiativen und die lag der Weg hoch, sind die wieder ein bisschen zurück und geht es jedes Jahr das Beste. Ja, definitiv. Und guck mal, wenn der Kameramann jetzt mal auf die Blumen geht, wir haben extra im holländischen Orange quasi jetzt die Blumen gemacht. Ich hoffe, Sie genießen es, seien Sie stolz auf sich und genießen Sie nochmal den Applaus. Denn der Mann gewinnt das zweite Rennen. John Decker holt sich den Erfolg hier im Dekra-Rennen. So, Hardy, vielen Dank. Jetzt muss ich mich ganz kurz sortieren. Neben mir, rechts neben mir, steht Miri Leonardo, das ist richtig. Richtig, genau, mein Künstlername. Die erste Frage,